Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. So, ab nach Hause heißt es jetzt erstmal, denn der Rucksack ist prall gefüllt, nachdem wir ja da beim letzten Mal noch die Spezialkiste gefunden haben. Muss ich da jetzt erstmal nach Hause und ein paar Dinge loswerden und ja, dunkel wird es außerdem. Von daher darf ich mich sowieso schon wieder ein bisschen ranhalten, wenn ich das so sehe, ja. Wird nicht mehr lange dauern, bis die Sonne hier ganz untergegangen ist. Aber da vorne sehe ich noch eine Tasche. So viel Zeit haben wir alle mal, dass wir die noch einsammeln. Was ist denn Schönes drinnen? Ui, sehr gut. Eine Gewehrpatrone. Und es fällt schon irgendwas raus. Was war das? Patronenhülsen. Gut, dann machen wir es kurz so. Mal eben alles durchladen. Wunderbar. Ja, ich brauche auf alle Fälle Dietriche. Das hat die letzte Folge deutlich gemacht, mal wieder. Da muss ich mich jetzt echt mal drum kümmern. Und ja, auch um die Infektion. Die möchte ich in dieser Nacht auch loswerden. Einfach damit wir da wieder ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, sage ich mal. Und ich vielleicht auch mal was hab von dem ganzen Essen, das ich ja in mich reinstopfe. Denn über kurz oder lang wäre es ja doch sinnvoll, ein paar Lebenspunkte bzw. ein paar Ausdauerpunkte mehr zu haben. Zumal ich ja irgendwann mal Jägerfestung angreifen möchte. Und da könnten ein paar Lebenspunkte mehr ganz sicher nicht schaden. So, aber jetzt schauen wir erstmal, was da Schönes drin ist. Im Erdbohrer 16 Eisenfragmente, das ist doch gut. Dann brauchen wir jetzt allerdings schon wieder Platz. Machen wir es kurz an so. Und dann aber ab nach drinnen. Tür zu. Licht an. Und das Licht machen wir aus. Einwandfrei. So, machen wir noch eben kurz halbe-halbe. Beziehungsweise machen wir es so. Das Teil auch noch auf. Gut, fällt die Hälfte raus. Das war abzusehen, aber kein Problem. Schön. Kann die erstmal was tun. Mit der Masse müssen wir uns jetzt eh noch gedulden. Da möchte ich mal warten, bis die 100 wieder voll sind, bevor wir uns den nächsten Dietrich herstellen. Das heißt, wir kümmern uns in der Zwischenzeit ums Gegenmittel und vielleicht auch mal um saubere Hände. Und auch um Wasser, weil ich es gerade so sehe. Könnte vielleicht nicht schaden, dass wir da unseren Vorrat auch wieder ein bisschen aufstocken. Aber gut, eins nach dem anderen. So, das brauchen wir nicht. Das kann auch weg. Das kommt mal hier hin. Okay, soweit so gut. Das kann weg. Die Zahnräder können weg. 67 sind es mittlerweile schon. Das brauchen wir auch nicht. Einmal so. Einmal so. Und das kommt auch noch weg. Okay, schaut das Ganze doch schon wieder ein bisschen ordentlich aus. Ah ja, weil ich da gerade den Pullover sehe. Und auch die beschädigte Kampfweste. Die dürfen wir gleich mal reparieren. Bevor die da komplett kaputt geht. Machen wir das mal kurzerhand. Und dann wird es ja wieder Zeit fürs T-Shirt. Fürs T-Shirt? Wo habe ich mein T-Shirt eigentlich? Oder hatte ich immer... Ich hatte eigentlich immer meinen Jägerparker an, gell? Nun gut, dann ziehen wir den an. Haben wir auch schon lange nicht mehr angehabt. Könnte man eigentlich auch mal wieder reparieren. Obwohl... Der hält noch ein bisschen was aus. Das geht schon noch. Sage ich jetzt.
bis es soweit ist. Und er in Fetzen davon hängt. Aber so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Okay, haben wir das auch verstaut. Legierungsbleche sehe ich da gerade. Das heißt, wir können uns auch gleich noch um die Basis wieder ein bisschen kümmern. Und ja, natürlich auch um eine Ersatzspitzhacke. Die brauchen wir auch noch. Bretter, Metallschrott, Tauwerk. Gleich wieder ein paar auf Reserve herstellen. Ah, gehen wir mal da raus. Das ist nicht ganz so weit. So, die Hände sind wieder sauber. So wie sich das gehört. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Aber trotzdem können wir da gleich mal eine herstellen. Und ja, das Gegenmittel wollte ich noch herstellen gleich mal. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und ui! Der Strom wird knapp. Das liegt am Laser. Der haut natürlich jetzt extrem rein. So, halt Tonikum. Brauche ich auch noch. Sonst gibt es kein Gegenmittel. Ein Sägeras bräuchte ich noch. Dann können wir uns gleich noch ein zweites herstellen. Wisst ihr was, das holen wir mal eben kurz. Sofern ich den Glück habe, versteht sich. Ah ja, perfekt. Das nenne ich doch mal einen Glücksgriff. So, die Infektion sind wir erstmal wieder los fürs Erste. Bin mal gespannt, wie lange es dieses Mal dauert, bis mich der nächste Wolf anknabbert. Aber nun gut, das wird sich zeigen. Wir haben auch eins auf Reserve. Und ja, die Federn können wir auch noch gleich verstauen bei der Gelegenheit. Okay, soweit so gut. So, ich wollte mir noch ein bisschen was herstellen. Wie schaut's aus? Dietrich. Ah ja. Sofern wir Strom beisammen hätten, wäre das sogar möglich. Was machen die Eisenfragmente? Sind wir gleich bei 18 Stück. Also der dritte Laser ist echt klasse. Wunderbar. Fehlt nur noch der Strom. Den haben wir jetzt dann auch gleich. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Okay. Gut. Ja, dann schauen wir doch in der Zwischenzeit nach dem Gemüse. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Wie es dem so geht. Dem geht es sehr gut. Sogar richtig gut. Ah, die Karotten. Ah doch, jetzt ging's. Dachte ich schon. Die sind noch nicht so weit. Aber falsch gedacht. Ja, das ist doch mal wieder eine schöne, üppige Ernte. Damit lässt sich auf alle Fälle was anfangen. So, aber natürlich auch gleich wieder was anbauen, weil von nichts kommt nichts. Und von daher darf das Beet hier immer gut bestückt sein. Hätte ich gar keine Samen mehr gebraucht, aber egal. Dünger noch reinballern. Und Wasser braucht man noch. Aber das haben wir gleich. Ich hatte sowieso, glaube ich, fast kein Wasser mehr abgekocht. Wird also eh mal Zeit, dass wir uns da auch wieder drum kümmern. Na komm, runter mit dir. Wollte er gar nicht im ersten Moment. Obwohl ich meinen Charakter hier schon immer auf Diät setze. Passt da nicht mehr durch die Luke. So fängt's an.
So, mal schauen, ob das geht. Hoppla. Ah, dachte ich mir. Aber jetzt geht's. Sausen wir kurz herauf. Gut, das reicht. Einwandfrei. Alle hopp. So. Darf ich mich eh wieder sputen? Ist schon wieder Tag und ich hänge hier noch immer mit dem Wasser hinterher. Naja, zumindest sind die Reserven jetzt gefüllt. Abkochen können wir es dann immer noch beim nächsten Mal. Das rennt uns nicht davon. Dietrich können wir herstellen, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch. Schon wieder 10 Eisenfragmente. Also das geht echt richtig, richtig gut. So, aber die Legierungsbleche trage ich da natürlich nicht zum Spaß mit mir rum. Auch um die kümmern wir uns noch. Soll ich eigentlich noch das Jagdgewehr mitnehmen? Irgendwie habe ich gefühlt zu viele Waffen dabei. Oder verstauen wir das mal? Das verstauen wir jetzt. Das Jagdgewehr hat ausgedient. Zumindest fürs Erste. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder aus der Kiste rausgeholt. Aber aktuell nicht. Halt, ja, ich bin auch ein Held. Da gehört natürlich der Kleber rein. So, und ich habe natürlich auch noch hier das fast vergessen. So, jetzt aber. Ja, wie schaut's denn mit der Wand aus? Die können wir gleich aufwerten. Ich glaube, das rentiert sich da auch ganz gut. Perfekt. Wieder eine Struktur aufgewertet. So langsam wird's was mit der Eisenwand. Zumindest auf der Seite. Aber ob ich das jemals schaffe, hier die komplette Basis, ja, mit Eisen zu verkleiden, ich habe da so meine Zweifel. Aber nun gut. So, noch eben was futtern und dann geht es auch schon wieder direkt los. Würde ich mal sagen. Weil sonst warten wir hier nur unnötig in der Basis. Ah, regnen tut's. Wunderbar. Habe ich mir wieder das beste Wetter rausgesucht. Ich habe zwar jetzt wieder nur einen Dietrich dabei, das ist mir klar, aber der Strom macht aktuell sowieso nicht mit. Genauso wenig wie die Masse. Von daher, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich wenn dann nur eine Kiste finde. Zumindest habe ich mit meinem Parker dann schon heute alles richtig gemacht. Bei dem Wetter. Im T-Shirt wäre das ein bisschen unangenehm geworden. So, schauen wir noch mal, was da Schönes drin ist. Ein Verband. Hoffentlich brauche ich den heute nicht mehr. Ich gehe jetzt auch bewusst mal den Tieren aus dem Weg. Damit ich da nicht gleich wieder mit einer Infektion zu Hause ankomme. Nein, danke. Darauf kann ich echt gut und gerne verzichten.
Man merkt es jetzt auch, unten habe ich mal wieder diesen blauen Ausdauerbalken, genauso wie den roten Gesundheitsbalken. Wenn die ja voll sind, dann bekomme ich ja wieder einen Punkt dazu und das habe ich auch viel zu lange schleifen gelassen. Das meinte ich damit mit dem ja, Essen in mich reinstopfen von vorhin. Das war eigentlich, wenn man so will, in gewisser Weise Verschwendung. Aber nun gut. Jetzt lässt sich das nicht mehr ändern. Ich kann nur aus meinen Fehlern lernen, sofern ich es denn tue. Versteht sich. Okay. Die Spitzhacke hat auch erstmal ausgedient. Die kommt dann in den Recycler. Die macht man nicht ganz kaputt. Und da oben gibt es gleich noch ein Erz verkommen. Das mal einsammeln können. Bin ich zwar schon wieder in der Nähe des großen Sees, aber was die Beute angeht, sind wir ja da eigentlich immer mit vollen Taschen nach Hause gekommen. Von daher glaube ich, sind wir da auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Sofern da nicht wieder irgendwo Jäger sind. Da haben wir Metallschrott. Und da sehe ich noch viele Fasern, aber auch einen Wolf. Wunderbar. Richtig viele Fasern sogar. Wer auf 12 Uhr? Das heißt, wir gehen oben rum. Kein Risiko eingehen. Ah nee, oder? So nah und doch so fern. Das erfreut nicht gerade mein Lootherz. Wow, Wolf, wo kommst denn du her? Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Aber zumindest hat er mich nicht infiziert. Mann, oh Mann. Also mit dem habe ich echt überhaupt nicht gerechnet. So, ich muss mir jetzt nur die Hände waschen. Aber das sollte ja beim großen See möglich sein. Da ist ja genügend Wasser da. Würde man meinen. Das wäre es jetzt echt gewesen. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Und zack, gleich wieder infiziert vom Wolf. Mich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn das passiert wäre. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. So, schauen wir dieses Mal lieber gleich. Der Wolf schleicht schon wieder daher. Dann lassen wir das Erzvorkommen in Erzvorkommen sein. Ein Wildschwein. Brauchen wir jetzt allerdings nicht. Ja. Das gibt's jetzt nicht, oder? Ich habe ihm doch gar nichts getan, aber ich bin zu nah hingelaufen. Das Wildschwein wollte mit mir nicht auf Tuchfühlung gehen. So, und infiziert hat es mich auch noch. Aber das hat's nur einmal gemacht. Ah, komm nur her. So nicht. Ja, habe ich doch noch die Infektion bekommen. Ich habe es eigentlich nicht darauf angelegt. Aber, naja. So schnell geht's schon wieder. Eieiei.
Ich dachte mir halt echt, das Wildschwein läuft weg, aber ja, falsch gedacht. Das Wildschwein hat sich gedacht, nein, ich rühre mich hier keinen Zentimeter. Naja, die Quittung hat's bekommen, ich allerdings auch. So, gibt's hier noch irgendwo was zum Einsammeln? Da oben sehe ich noch was. Das glaube ich sollte allerdings, ja, das sind Fasern und ein Bär ist in der Nähe. Nein, danke. Da gibt's auch nichts. Naja, in strömendem Regen sage ich an der Stelle mal wieder vielen Dank fürs Zusehen bei der heutigen Folge. Ja, nicht ganz so erfolgreich gewesen mit der Infektion. Wie gewonnen, so zerronnen, wenn man so möchte. Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Servus.